die PlayStation 1 war nicht nur eine der bestverkauftesten Konsolen aller Zeiten, 15.000 Euro im Monat, sondern auch eine meiner persönlichen Lieblingskonsolen. Das ist aber auch kein Wunder. Schließlich gab es unglaublich viele gute Games für die PS1. Aber Herr Akido, was waren denn die besten Spiele für die PlayStation? Um diese Frage zu beantworten, werfen wir heute mal einen Blick auf die besten PlayStation 1 Spiele. Oh, und denkt daran, dass ich hier natürlich nur von meinen persönlichen Lieblingsspielen rede. Wenn ihr also andere Spiele besser findet, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Konnichiwa, fangen wir mit einem Titel an, der quasi die Mutter aller 3D-Fighter ist, nämlich Tekken 3. Keine Ahnung warum, aber irgendwie fand ich das Game schon immer übertrieben cool. Das fängt schon bei dem, für damalige Verhältnisse, bombastischen Intro an. Neben dem Intro fand ich aber auch die Musik, die Level und die Charaktere ziemlich cool. Ich meine, der Typ hat sogar ein Motorrad. Wie cool ist das denn? Aber auch das Gameplay konnte mich überzeugen. Die Hitboxen waren schön klein, die Kombos logisch aufgebaut und die Balance war meistens ganz fair. Außerdem gab es sogar Minispiele, was damals echt neu war. Und flüssig lief das Spiel auch noch. Naja, außer man hatte die PAL-Version. Die war eher so: Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Ich krieg dich, warte nur ab, ich krieg dich. Bin schon auf dem Weg. Und wo wir schon bei cool sind. Was darf bei einem erfrischenden Strandurlaub niemals fehlen? Genau, ein Wasserball. Okay, das mit den Überleitungen üben wir nochmal. Jedenfalls gibt es auch in Cooler World einen Ball. Der ist sogar der Hauptcharakter im Spiel. Also, wenn man das einen Charakter nennen kann. Bei Cooler World handelt es sich um ein klassisches Puzzle-Geschicklichkeitsgame, bei dem man mit besagtem Ball über Plattformen rollen und hüpfen muss, um bestimmte Gegenstände einzusammeln und den Levelausgang zu finden. Klingt langweilig, macht aber eine Menge Spaß. So wie meine Videos. Die fast 200 verschiedenen Level waren gut designt und der Soundtrack war ziemlich unique. Wenn ihr also auf Bälle steht, dann seid ihr zwar irgendwie seltsam. Ich mag Bälle. Aber zumindest wisst ihr dann, welches Spiel ihr euch holen müsst. Ebenfalls unique, aber weitaus niedlicher, ist Parappa the Rapper. Ein Spiel über einen Hund, der Rapper werden will. Also quasi ein Spiel über Haftbefehl. Bei dem Ding handelt es sich um, wer hätte es gedacht, ein klassisches Rhythmusspiel. In jedem Level gibt es so eine Art Mentor, der einem irgendwas vorrappt und man das dann mit Hilfe der richtigen Tasten nachrappen muss. Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Gut, liegt vielleicht auch daran, dass das Spiel immer ein wenig Delay hat. Das gleicht die charmante Story und der abgefahrene Look, der ein wenig an Paper Mario erinnert, aber wieder aus. Außerdem ist es ein Spiel über einen rappenden Hund. Sheesh, ich meine, wie kann man das nicht mögen? Kommen wir von niedlichen kleinen Hunden zu einer knallharten Grabräuberin! Die Archäologin / Mörderin Lara Croft hatte auf der PlayStation ganze 5 Spiele, wovon Tomb Raider 2 für mich das Beste war. Das liegt unter anderem an den ganzen Leveln, durch die sich Lara Croft kämpfen muss, um den Dolch von Xiang zu finden. Der Dolch von Xiang. Mit dabei waren Orte wie China, Tibet, ein versunkenes Schiff, die Drachenschanze, Venedig und mehr. Im Vergleich zum Vorgänger gibt es in Tomb Raider 2 auch wesentlich mehr Abwechslung. So muss Lara Croft zum Beispiel nicht mehr alles zu Fuß ablaufen, sondern kann auch Fahrzeuge wie ein Motorboot oder ein Snowmobil benutzen. Schwer zu erklären, warum dieses Action-Adventure für mich das Beste der Tomb Raider-Reihe ist, aber glaubt mir einfach, ich liebe dieses Spiel. Lara Croft. Wenn ihr meinen Kanal kennt, dann wisst ihr, dass ich großer Fan von 3D-Plattformern bin und dass ich keine Gelegenheit auslasse, um euch nach Likes zu fragen, also wenn es euch gefällt. Natürlich gab es auch auf der PlayStation 1 solche Spiele, allem voran die Crash Bandicoot-Reihe. Und Teil 3 ist meiner Meinung nach der beste. Vor allem, weil es so viel Neues macht. Jetski-Level, Flugzeug-Level, kleine Dinosaurier, auf denen man reiten kann, kleine Tiger, auf denen man reiten kann, Unterwasser-Level, geheime Bonus-Level, große Level, kleine Level, normale Level. Das Spiel ist einfach abwechslungsreich. Aber nicht nur die Level sind abwechslungsreich, auch die Bosse und die Gameplay-Mechaniken sind in jeder Welt etwas anders. Das hebt Crash 3 auf jeden Fall von seinem Vorgänger ab. Nicht abheben, ich bin ganz witzig. Neben Plattformen war die PlayStation auch für ihre massive Anzahl an Rollenspielen bekannt. Und während die ganze Welt bei Final Fantasy VII so
bin ich bei Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII ist nicht nur mein Lieblingsrollenspiel auf der PlayStation, sondern auch eines meiner Lieblingsrollenspiele aller Zeiten. Das liegt unter anderem an der grandiosen Story. Gut, die ist zwar ein bisschen emo, aber was erwartet ihr von einem Typen, der mal so aussah? Bäh. Allerdings muss ich auch zugeben, dass es einige dumme Designentscheidungen in dem Spiel gibt. So leveln die Gegner zum Beispiel mit dem Spieler mit. Welcher Vollidiot hat sich eigentlich das einfallen lassen? Doch die Story, die Charaktere und die für Final Fantasy typische wunderschöne Musik machen das Ding einfach zu einem fabelhaften Spiel. Auch wenn die Charaktere meistens aussehen wie Scheiße. Oh Junge, Metal Gear Solid. Das Spiel ist schon nach der ersten Sekunde cineastischer und besser inszeniert als 99% aller anderen Games zu der Zeit. Ich meine, schaut euch allein mal diese Aufzugsszene an. Metal Gear Solid ist ein Stealth-Action-Spiel, in dem man die Kontrolle von Solid Snake übernimmt, der in die Geheimbasis Shadow Moses Island eindringen und den Metal Gear stoppen muss. Eine riesige mobile Waffe, die Atomraketen abfeuern kann. Okay, vielleicht ist die Story doch ein bisschen übertrieben. Es ist ernst, düster und trotzdem ab und zu humorvoll. Und damit meine ich nicht nur die grandios schlechte deutsche Synchro. Was war das für ein Geräusch? Hä? Hä? Fußspuren? 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 Neben den ganzen Schleichaufgaben gab es auch dynamische Actionpassagen, kleinere Rätsel und richtig gut gemachte Bosskämpfe. Allein schon Psycho Mantis gilt wohl als einer der besten Bosskämpfe aller Zeiten. Doch bevor wir zum nächsten Titel kommen, muss ich... Habt ihr das gehört? Habt ihr das auch gehört? Hä? Was war das für ein Geräusch? Hä? Fußspuren? Oh nein, es ist nur Tombi. Tombi, oder in Amerika auch Tomba, ist ein Action-Adventure, das man nicht so wirklich einfach einordnen kann. Auf der einen Seite ist es ein Action-Plattformer, auf der anderen Seite ein Rollenspiel, manchmal in 2,5D, manchmal gibt es aber auch eine Top-Down-Ansicht. Ihr seht schon, Tombi ist ein sehr einzigartiges Spiel und oh Junge, ich liebe es. Man schlüpft in die Rolle des pinkhaarigen Steinzeitjungen namens Tombi, der in einer wunderschön gestalteten Welt gegen fiese Schweine kämpfen muss. Dazu reist man durch die verschiedenen Level hin und her, löst kleine Aufgaben, sammelt Gegenstände und Punkte und entdeckt hier und da immer mal wieder kleine Geheimnisse. Außerdem ist Tombi wirklich abgefahren, kreativ und witzig. Ihr wollt die Sprache der Zwerge sprechen? Beißt einem Zwerg in den Kopf, um sie zu lernen. Ihr wollt einen alten Mann beeindrucken? Spuckt eine Ladung Küken vor ihm aus. Tombi ist einfach abgefahren. Und jetzt abonniert den Kanal und habt eine gute Zeit. Ciao, mit da.